Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es ist mal wieder schön, dass du mit dabei bist, denn wir schauen uns heute kein Kamera, sondern ein sogenanntes Videostativ an, was das Ganze für zusätzliche Funktionen mit sich bringt und ob es sich vor allem auch für euch lohnt, das und vieles mehr in diesem Video. Gehen wir gerne mal los von der Verpackung von unserem Gerät, das wir hier zugesendet bekommen haben. Und zwar haben wir hier ein Stativ, um ehrlich zu sein, ein Kamerastativ, das wirklich mit sehr gutem Zubehör mitgeliefert wird, wo man gleich einmal sagen kann, die Reisetasche ist gut verarbeitet, lässt sich alles sehr gut mitnehmen und vor allem auch, wir haben hier alles auf einem Platz mit dabei. Wir bekommen hier so einiges mitgeliefert und zwar einen 360 Grad schwenkbaren Kugelkopf, dann natürlich noch eine Smartphone-Aufsatz bzw. eine Smartphone-Halterung. Wir haben hier eine Kamera-Schnellspannplatte mit zwei Schraubgewinde, das halt wirklich für jeden etwas dabei ist. Vom Werkzeug her zum Tauschen eines Kamera bzw. vom Tauschen einer Kamera-Wechselplatte zu dem Smartphone-Stativ an sich braucht sie hier einen IMO-Schlüssel, was wirklich sehr nervig ist. Das kenne ich bei anderen Herstellern definitiv besser gelöst. Was hier auch nicht fehlen darf, ist die Beschreibung und das eigentliche Stativ, worum es hier geht, denn ich kann schon mal so viel sagen, das Ganze ist wirklich robust gebaut. Wenn wir uns hier mal die eigentlichen Details anschauen, kann man hier schon mal sagen, es hat hier ein ordentliches Gewicht von guten 2 Kilos halt eben ohne eine Kamera drauf. Hält also natürlich auch eine stärkere Windböe draußen auf alle Fälle stand und neigt nicht umzufallen. Das Stativ kann halt eben eine Kamera bzw. auch verschiedenes Equipment tragen bis zu 12 Kilogramm, was ich wirklich den ganzen abkaufe. Wir haben hier eine Kameraperspektive von ganz am Boden bis halt eben 200 cm oder halt eben 2 Meter Gesamthöhe plus minus natürlich noch bei welcher Kamera ihr das Ganze benutzt. Dadurch wir hier einen 360 Grad schwenkbaren Kopf haben, ist es natürlich idealerweise für ruckelfreie Kameraschwenks geeignet. Das geht relativ leichtgängig in der waagrechten Position, aber in der horizontalen Position geht das definitiv ein bisschen schwergängig. Wir haben hier eine Schnellwechselplatte, wie ich schon vorhin erwähnt habe, mit dem Ganzen zum Wechseln mit einem IMO-Schlüssel, was wirklich sehr nervig ist und vor allem auch immer dazu verleiht, dass man hier nichts verlegt. Die Smartphone-Halterung ist sehr billig verarbeitet und ist ein billiger Dreck in meinen Augen und hat natürlich hier absolut keine Aufmerksamkeit verdient. Es fehlt hier auch noch ein Blitzschuh-Adapter für den sogenannten Smartphone-Halterung, also könnt ihr auch hier kein zusätzliches Equipment wie ein Richtmikrofon oder zum Beispiel auch eine Lichtquelle oben montieren. Beim Einsatzbereit ist es natürlich ziemlich schnell aufgebaut, in normalen Nutzung bis zu einer Höhe eben von 200 cm oder halt eben auch eine Nahaufnahme direkt über dem Boden, habt ihr halt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Das Ganze könnt ihr aber diesmal eben komplett ändern, ohne irgendeinen zusätzlichen Werkzeug, was ich natürlich hier definitiv lobend finde. Dafür sind wenige Handgriffe nötig und ich zeige euch das hier jetzt einmal in meinem Beispiel, das ist wirklich sehr leicht möglich. Was auch noch zu erwähnen wäre, ist natürlich der Umbau nicht nur von einer Nahaufnahme und von einer normalen Aufnahme, sondern wir haben hier sogar die Möglichkeit zu einem Einbeinstativ das Ganze zu wechseln. Für was brauchen wir dieses Einbeinstativ? Ist natürlich für jeden Zweck unterschiedlich. Ich zum Beispiel benutze es für eben irgendwelche Overhead-Aufnahmen oder halt eben zum Signalisieren, dass wir hier zum Beispiel eine Drohnenaufnahme machen oder halt eben irgendwas sehr weit oben filmen wollen. Dann kommen wir natürlich nochmal am Schluss zu meinem Fazit. Ich muss ehrlich sagen, mein Fazit ist, ich habe das Ganze jetzt einen Monat in Benutzung und ich versuche es natürlich auch hier sehr kurz und knackig zu halten. Es ist in meinen Augen natürlich robust, aber schwer. Schwer, aber kompakt, praktisch, aber auch etwas umständlich. Portabel, aber groß genug, bietet viel, aber ist in meinen Augen noch wesentlich teuer. Ist natürlich gut, aber nicht perfekt. Ich glaube, mit diesen Worten trifft es das ganze Spielchen komplett wieder. Es ist gut verarbeitet und hat einen stabilen Stand durch das Gewicht. Durch das Eigengewicht von knappen 2 Kilo würde ich nicht Wanderausflüge mitnehmen. Dafür gibt es definitiv leichtere Stative auf den Markt. Beim Transport mit den beiliegenden Tragetasche habt ihr alles mit dabei und es ist natürlich auch noch gut geschützt. Es lässt sich gut tragen und ist vor allem auch sehr portabel. Es ist praktisch, dass hier alles mitgeliefert worden ist und natürlich der Austausch von einer Kamera zu einer Smartphone-Halterung
durch den sogenannten Nimbus-Schlüssel ist echt nervig und verleitet auch dazu, dass man diesen Schlüssel oft suchen muss. Und wenn ihr mal den Schlüssel verloren habt, dann ist es natürlich sehr ärgerlich. Die Verarbeitung der Smartphone-Haltung, das habe ich schon vorhin erwähnt, ist echt schlecht. Es gibt keine Blitzschauaufnahme für zusätzliches Equipment und die Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr minderwertig. Die Höhe von 200 cm oder halt eben 2 Meter Höhe ist halt umbauen zu einem Einbeinstativ oder vor allem auch für die Nahaufnahmen sehr lukrativ gelöst. Ihr braucht ja kein Werkzeug und es geht wirklich sehr leicht von der Hand. Und zwar im Großen und Ganzen ist es ein gutes Stativ mit ein paar Kleinigkeiten, wo man wirklich dazu abwägen soll, braucht man das oder wäre es halt einfach mal gut, es mitzuhaben. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.